Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge steile Thesen. Lust auf steile Thesen? Es ist Folge Nummer 134. Ich bin der Max, neben mir der Christian, hallo. Und am anderen Ende der Internetleitung in Mainz. Ja, ja, in Mainz. In Mainz, da sitzt der Jan. Hallo Jan. Hallo. Herzlich willkommen. Ich freue mich so, dass das jetzt hier geklappt hat. Vor allem auf der anderen Seite des Internets. Ja. Genau, der Jan ist von der Cinecouch, liebe Hörer, die ihr sowieso alle schon kennt. Aber trotzdem, Jan, was ist denn die Cinecouch? Die Cinecouch ist ein eigentlich kleiner Podcast von 5 Leuten. Und ich glaube, damit sprengen wir schon das Kontingent an Menschen, die sonst ungefähr 5 Podcasts machen. Und wir reden über Filme, so ähnlich wie ihr, nur dass wir meistens oder nur selten über alte Filme sprechen, die vor 1990 erschienen sind, aber das kommt auch mal vor. Ja, also ich finde, ihr macht das so öfter mal mit euren, wir sind jetzt im Jahre 1960 oder so. Die Nuller-Folgen sind manchmal so eine Specials bei der Cinecouch oder dann gibt es eben dieses eine Jahrzehnt, jede Folge ein Jahr aus dem Jahrzehnt. Also in meinem Buch seid ihr jedenfalls ganz klar einer von diesen deutschen Filmpodcasts, die nicht immer so das Gefühl haben, dass Filmjahrzehnt, die Filmgeschichte fängt erst irgendwie nach den 80ern an. Also alles gut. Und vor allem eben, du hast ja gesagt, ihr seid 5 Leute, ihr wart ja mal alle an einem Ort und jetzt, ja, quasi in Mainz hältst du ja, glaube ich, so quasi die Fahne hoch als letzter. Ihr habt euch verstreut von Norden über Norden bis nach Süden. Und deswegen ist es ja auch immer sehr abwechslungsreich, euch zu hören, weil man nie genau vorher weiß, wer wird wohl beim nächsten Mal wieder dabei sein am Mikrofon. Ja, die Überraschung geben wir immer gerne weiter an die Hörer. Wir wissen es ja meistens auch bis 2 Tage vor Veröffentlichung nicht. Ja. Und dann gibt es ja so eine Sache, ihr macht ja manchmal so Aktionen und diese Aktion, die uns heute hier zusammenführt, die gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Jan, was ist denn der Horror-Oktober? Ja, also für die Hörer von euch, die die letzten 2 Folgen übersprungen haben von euch, dazu gehöre ich nicht, ich habe sie gehört. Die wissen ja vielleicht schon, was der Horror-Oktober ist. Das ist eine mittlerweile 5-jährige Aktion, die wir gar nicht so sehr begründet haben, mehr an uns gerissen. Da verstecke ich mich auch nicht davor. Irgendwann haben sich bei Twitter die Leute überlegt, hey, lass doch mal Horrorfilme gucken. Da war vor allem Nils mit dabei. Das sind so das im nur Oktober. Für Leute. Ja, was sind das für Menschen im Oktober, die auf so eine Idee kommen? Und dann hat sich so auf der Suche eigentlich nach einem Hashtag dann dieser furchtbare Begriff Horror-Oktober, der bestimmt irgendwann mal Kult sein wird. In 100 Jahren werden die Menschen zurückgucken und sagen, Mensch, da machen wir jetzt eine Retro draus. Bin ich mir ganz sicher. Ja, und Ziel ist es, dass man sich eigentlich schon im Vorhinein, so im September, haben das auch sehr viele Leute schon gemacht, sich überlegt, was für 13 Filme man denn gucken möchte im Horror-Oktober. Mittlerweile haben wir auch aufgeweicht, andere Medien sind auch erlaubt. Das umreißt das ja ziemlich gut, ne? 13 in 31, so auf die Kurzformel. Ich habe jetzt gesehen bei mir, ich bin bei 4 von 13. Christian, ich guck dich mal an. Ich bin bei 1 von 7. Ich habe mir da ja was ganz Spezielles zurecht überlegt. Stimmt, du hast ja mit dem Dracula hier hast ja quasi einen Ausflug gemacht. Der ist ja gar nicht auf deiner Liste, ne? Das stimmt, damit bin ich bei 0 von 7. Aber einen Film hast du ja schon mal gesehen. Und Jan, wieso erstes, jetzt hier 9 Tage sind wir jetzt im Oktober? Ja, also ich schlage mich unfassbar gut für meine Verhältnisse. Das war jetzt mein 3. Film. Na, welche hast du bisher schon? Ich habe es 2-mal ins Kino geschafft. Ich habe mir den neuen It angeschaut und dann in einem echt viel weiter nach Mitternacht, irgendwann um 2 Uhr nachts, haben wir uns The Wailing angeschaut. So einen koreanischen Horror-Polizei-Crime-Thriller. Das war allein schon wegen der Uhrzeit anstrengend, aber es war ein sehr guter Film. Ich glaube, der startet Donnerstag ganz regulär im Kino. Ja. Also an alle Hörer von euch, die sich auch nicht nur Retros im Kino anschauen, das ist auf jeden Fall mal ein guter Tipp. Oh, The Wailing, die Besessenen. Der läuft sogar bei uns Freitag, Samstag spät und dann nochmal Montagabend. Ja. Wollen wir vielleicht mal kurz mit nur ganz wenigen Sätzen so sagen, was so jeder für sich mit seiner Liste verbindet? Ich fände das irgendwie ganz interessant, weil mir hat das Spaß gemacht, die Listen der anderen Leute sich anzugucken auf der Letterboxd-Seite. Ja, dann leg mal vor. Ja, gerne.
Und weil für mich ist ja das Horror-Genre durchaus was, was eher so ein bisschen im Abseitigen liegt. Also ich merke so, ich habe in der Jugendzeit mal ein großes Interesse dran gehabt, so wegen der ganzen Grenzüberschreitung, die das Genre versprochen hat. Und mittlerweile ist das am wenigsten reizvoll für mich, einen Film zu gucken. Und ich nutze dann den Horror-Oktober einfach nochmal so, auch ein paar Sachen nachzuholen. Letztes Jahr habe ich eine ganze Reihe von Filmklassikern gesehen, so Filme wie Cat People, also Katzenmenschen, dieses französische Original. Bist du das letztes oder vorletztes Jahr? Weil ich habe mal bei unseren Folgen geguckt, es war 2015. 16 war ich auf jeden Fall nicht dabei, deswegen weiß ich nicht. Das aber, will ich jetzt auch aber nicht gut, beschwören. Aber gut, weiter im Text. Einst im Horror-Oktober. Und ich jedenfalls und habe da dann natürlich auch nicht die 13 angesetzten Filme geschafft, deswegen habe ich mir dieses Jahr nur 7 vorgenommen und dort ganz bewusst deutsche Amateur- oder No-Budget-Horror-Filme rausgesucht, weil es waren Sachen, die mal vor 10 Jahren für mich sehr wichtig waren, weil wir selber so ein Ding gedreht haben. Und jetzt bin ich gerade neugierig, was hat denn eigentlich ein Jörg Buttgereit für Filme gemacht? Also so Filme wie Nekromantik, den geht ja quasi schon eine Aura voraus, aber ich habe keine Ahnung, was sich eigentlich für einen Film dahinter verbirgt. Bisher habe ich eher so die Position vertreten, ja wahrscheinlich nichts, was ich gerne sehen möchte, aber in Horror Oktober nehme ich zum Anlass, das mal auszuprobieren. Wie ist das bei dir, Max? Ich habe natürlich erstmal geguckt, 13 Filme zusammenkriegen, ja, kann man mal wieder seine Sammlung durchstöbern und so eine Mischung aus bisher Gesehenen und aber auch noch Unbekannten machen. Und dann ist ja der diesjährige Horror-Oktober unter dem Motto The House of Horror-Oktober, deswegen habe ich dann so ein bisschen geguckt, wo kommen denn irgendwelche markanten Gebäude vielleicht im Titel vor oder wo sich das darum dreht und so und habe dann ein bisschen danach geluschert und habe dann auch 13 Filme zusammengekriegt, habe dann so auch mehrere zweite Teile dabei. Ich habe ja auch Bride of Frankenstein schon geguckt und besprochen und habe noch House 2, Tanz der Teufel 2. Ich weiß gar nicht, Horror für mich ist ein dauerhafter Begleiter, würde ich sagen. Gerade jetzt auch so mit neueren Sachen, James Wan, die Richtung hier so Insidious, Conjuring. Da habe ich dann auch eine Frau, die mich da gerne mitzieht und meint, ja, die müssen wir gucken, aber nicht im Kino. Da merken die anderen Leute, wie sehr ich mich erschrecke und so. Und diese Geschichten, oder interessant, ich hatte zuletzt mehrere Horrorfilme oder mehrere als Horrorfilm vermarktete Filme mal gesehen, wo ich dann dachte, ja, die armen Marketingleute, die diese Dinger als Horror vermarkten müssen, wo die Leute dann wahrscheinlich hinterher rauskommen und denken, das war doch kein Horrorfilm. Für mich sowas zum Beispiel wie Ich sehe, Babadook, ein bisschen weiter zurück, ging jetzt schon wieder Das Waisenhaus, wo ich nachvollziehen kann, wenn man sagt, der ist schwer zu vermarkten, weil ich den Horror jetzt nicht als das Merkmal herausstellen wollen würde, sondern meistens eher finde, das sind interessante Dramen, die eben mit einigen Mitteln des Horrors vielleicht oder mit fantastischen Elementen ganz intime Problematiken verhandeln. Ja, ich glaube so ungefähr. Also eher so Richtung Psycho-Thriller eigentlich gehen. Ja, also wie gesagt, oder vielleicht auch gar nicht so komplett diese Einordnung, auch Drama trifft die Filme ja letztlich alle nicht so komplett, oder also trifft ja eh nie einen Film komplett nur auf einen so einen Begriff zu. Aber dass das eben für mich sowas ist, dass natürlich im Vordergrund irgendwo das Spiel mit der Angst oder die Lust an der Angst, an dem Grusel ist, aber dann eben auch so die Ebene dahinter oder dass das irgendwie metaphorisch gemeint ist oder dass das auch sinnbildlich irgendwie dann für irgendwas steht. Und ja, eigentlich wollte ich mich beim House of Horror Oktober mehr so auf diese Gebäudegeschichte so ein bisschen spaßig konzentrieren. Ja, das sind so meine Gedanken dazu. Jan, jetzt darfst du auch. Ja, ich bin immer total überrascht oder vielleicht peinlich berührt, was sich Leute so für Gedanken machen, wenn sie so eine Liste machen und dass sie richtig mit Konzepten daran gehen. Also so ein bisschen habe ich das, also ich habe das auch mal versucht. Ich habe mal eine Liste gemacht beispielsweise, dass ich mir 13 Filme mit Vampiren angucken wollte. Ich glaube, 4 habe ich damals dann auch geguckt. Und ich habe jetzt ja auch, ich habe ja von Anfang an immer mitgemacht. Ich habe nie den Horror Oktober geschafft, also nie 13 Filme. Und da ist eine ganze Liste allein schon an Filmen, die bislang immer noch ungesehen sind. Und damit habe ich quasi angefangen, habe, glaube ich, so 5, 6 Filme mir rausgesucht. Die habe ich auf den Listen gehabt. Ein paar habe ich dann abgearbeitet im Nachhinein. Und da habe ich ja schon gemerkt, da habe ich mir viele Filme ausgesucht. Die sind auch gar nicht so leicht erhältlich teilweise in Deutschland. Also sowas wie Profondo Rosso beispielsweise. Oder was mich auch überrascht hat, Near Dark. Mhm.
Das heißt, das hatte, glaube ich, auch immer den Grund, dass ich die bislang nicht gesehen habe in den bisherigen Horror-Oktobern, weil es ein bisschen Anstrengungen bedarf, die dann auch zu sichten überhaupt. Und dann war tatsächlich so der nächste Schritt, ich bin mal durch die Streaming-Anbieter meines Vertrauens gegangen oder denen ich mein Geld in den Rachen stecke und hab da geschaut, was haben die denn an Horrorfilmen, die mich interessieren, und es waren gar nicht so viele, aber ein paar habe ich da auch noch gefunden. Ich habe ja tatsächlich auch bislang nur 11 Filme auf meiner Liste, immer noch nur, und werde dann mal noch so schauen, was vielleicht noch dazu kommt. Wobei ich glaube, The Wailing beispielsweise, der hat sich jetzt reingeschlichen, das heißt, der steht noch gar nicht auf der Liste, dann hätte ich ja 12. Ja. Also ich bin dann schon mal fast fertig mit den Vorbereitungen. Das hast du ja clever eingefehlt. Ja, genau, und ich kann ja auch den anderen Leuten auch nur empfehlen, also bei euch auf der Website sneakcouch.net kann man sich ja nochmal alle grundlegenden Infos holen und die Liste mit allen Listen, und da kann man sich ja auch notfalls noch Inspiration holen, auch du, Jan. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin zum Beispiel auch sehr gespannt, ob du es dieses Jahr schaffst mit The Haunting, bis das Blut gefriert, den hatte ich heute Vormittag mit Daniel vom Spätfilm nämlich besprochen. Und da wurdest du auch erwähnt, weil du den ja auf deiner Liste hast. Und damit jetzt gekonnte Überleitung, kommen wir zu Dracula, der uns heute beschäftigen soll, von 1931. Regie hauptsächlich George Melford. Wenn jetzt mancher denkt, was, 31, Dracula, George Melford, das war doch Todd Browning. Nee, es geht um die spanischsprachige Version. Wir sind am Anfang der Tonfilmzeit und da wurden noch mehrere Sprachfassungen gedreht. Meine Güte, jetzt habe ich, da wurde noch nicht synchronisiert. So, und da haben wir natürlich auch geguckt, ganz intensiv auf den Letterboxd-Listen, und außer Jan und mir hat niemand diesen Film auf der Liste. Damit wollen wir, oder dem müssen wir natürlich entgegenwirken, indem wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, um diesen Film ein bisschen bekannter zu machen. Ja, Dracula 1931, eigentlich Bela Lugosi und Todd Browning als Regisseur, wie gesagt, in der englischen Version, und in der Spanischsprache, oder was ist denn das? Mittelamerikanisches Spanisch vielleicht oder lateinamerikanisches Spanisch, da kenne ich mich auch nicht so genau aus. Wie gesagt, George Melford, der selber wohl kein Spanisch konnte, wenn ich das richtig mal gelesen habe, hat dann die ganzen spanischen Schauspieler versammelt. Wenn die englische oder die amerikanische Drehcrew fertig war am Nachmittag, dann sind die Spanier und Mexikaner alle gekommen und haben dann in den gleichen Sets und Kulissen angefangen, Dracula zu drehen oder Conde Dracula. Aber mein Spanisch ist auch ganz schlecht. Ich tue mal nur so, als könnte ich das. Ja, liebe Leute, möchte jemand ganz unbedingt die Inhaltsangabe oder eine Inhaltsangabe vortragen? Ach, mit denen beschäftige ich mich ja mal so wenig. Ich wollte dir jetzt einfach nur mal da reinfahren, dass alles, was du gerade erzählt hast, habe ich vorher nicht gewusst. Ich bin jetzt wirklich hier reingegangen, also jemand, der auch nicht die englische Fassung kennt, dachte jetzt einfach, es gab halt einfach auch noch schon einen spanischen Dracula. Ich habe sogar in dem Moment noch, bevor ich das angeschmissen habe, vermutet, dass das wohl auch aus Spanien kommt, und habe da sozusagen deswegen auch den Enrique Tovar Avalos im Blick gehabt, der da auch noch als zweiter Regisseur aufgeführt wird. Und für mich war das eine Riesenüberraschung. Ich habe Gott sei Dank das Intro kurz gesehen. Von der Schauspielerin. Ja, von der Schauspielerin, genau. Dass er auf dieser Blu-ray mit drauf ist. Da war ich auch ganz froh. Aber ja gut, Inhalt, also das ist schon die extrem klassische Geschichte. Also ich habe ja tatsächlich auch Nosferatu noch nicht gesehen von Murnau. Ich gehe aber davon aus, dass das da, also nicht zufällig, ich mich daran ständig erinnert fühlte von dem, was ich von dem Film weiß. Ja, Jan, hast du in Anführungszeichen beide Varianten schon mal gesehen oder schon gesehen jetzt mittlerweile dadurch? Ja, also Dracula von Todd Browning, die Variante, die habe ich, glaube ich, schon zweimal gesehen. Und einmal, weil ich tatsächlich auch was drüber schreiben wollte in meinem Bachelor-Studiengang Filmwissenschaft. Das hat sich dann aber nicht durchsetzen lassen wollen, wie auch immer. Mir wurde abgeraten davon. Ich wollte einen Vergleich machen zwischen Nosferatu und Dracula in der Licht- und Schattenkomposition. Und da hat mir dann mein damaliger Dozent gesagt, das sind eigentlich grundverschiedene Weisen, den Film auszuleuchten. Das wäre eher ein Thema für eine Bachelorarbeit. Da hatte ich dann keine Lust mehr drauf, als ich dann da war. Deswegen, also die Verbindungen so, natürlich Nosferatu, der ja, also alle Filme, muss man erstmal sagen, sind ja eine Romanverfilmung von Bram Stokers klassischer Gothic. Ne, es ist schon ein Roman gewesen, glaube ich. Tagebuch-Roman ist das. Tagebuch-Roman, genau. Also, das wird hauptsächlich über Briefe oder Tagebucheinträge ist da geschrieben, ja. Irgendwann habe ich das auch mal gelesen, das weiß ich. Also wirklich das ich Buch. Ich habe mal angefangen, weil das ist ja mittlerweile rechtefrei.
und kann man sich zum Beispiel auf dem Kindle mal runterladen oder sowas. Oder Tolino, was gibt's noch alles für E-Kindle? Papier. Man ja, aber da kommt es ja nicht kostenlos. Genau, also und das, der Todd Browning Dracula war ja die erste offizielle Verfilmung, nachdem ja Nosferatu sich da nicht um die Rechte gekümmert hat. Genau, das haben sie irgendwie vergessen. Wir haben es ja versucht. Wir haben es ja versucht, unkenntlich zu machen. Aber ich kenne auch Nosferatu, den habe ich noch häufiger gesehen, weil ich den wirklich sehr, sehr schätze. Dann kann ich ja gerade mal kurz so sagen, vielleicht auch, worum es geht, für die paar Personen, die noch gar keine Dracula-Verfilmung gesehen haben. Es gibt ja zigtausende. Also im Grunde geht es darum, dass der Immobilienmakler Renfield aus London nach Transsilvanien reist, also in die Karpaten, und dort auf das Schloss von Graf Dracula oder hier Conde Dracula reist, der nämlich eine Immobilie, ein altes verfallenes Kloster ist es, glaube ich, oder Schloss, Anwesen auf jeden Fall in London erwerben möchte. Und ja, Dracula, der Graf, das wird auch schon immer in Gesprächen vorher schon angedeutet, der ist was falsch und der ist natürlich Vampir. Man verbindet ja auch den Namen heutzutage einfach mit dem Vampirwesen an sich. Und der reist dann nach London und sorgt dort noch für ein bisschen Horror in verschiedenen Formen, dann auch in den drei verschiedenen Filmen. Wobei jetzt die Handlung hier wirklich sehr stark, es ist nicht ganz alles so, wie ich es mit dem Original, also mit dem Browning Dracula in Erinnerung habe. Aber doch hauptsächlich geht es dann darum, dass Dracula sich in die Frau, Eva heißt sie hier, und ich glaube eigentlich heißt sie Mina, verliebt? Er verguckt sich in sie und möchte sie zu einer Vampirfrau von ihm machen. Er hat Hunger. Ja. War denn der Spanische jetzt für dich trotzdem auch die Erstsichtung? Also, ja, den habe ich, du hattest ihn ja vorgeschlagen. Also ich habe mich ja ganz dreist, das muss ich ja vielleicht hier gestehen, ich habe mich ja ganz dreist bei euch eingeladen. Kein Problem. Wie man das so macht als guter Gast, ne? Man kommt mit der. Tja, sonst wäre es nicht passiert. Danke dafür. Und dann hattest du ja quasi den Film angeboten und dann habe ich ja erst durch Zufall entdeckt, dass der mit auf dieser Blu-ray ist in der Classical Horror Box. Ich weiß nicht genau, wie also die heißt. Bei mir, genau, Universal Monsters Collection, 8 Original-Horror-Klassiker. Also da kam, aber naja, es ist eigentlich völlig klar. Das hatte ich auch bei Bride of Frankenstein schon erwähnt in der Kurzfolge. Wir haben schon den Wolfsmenschen und den Unsichtbaren bei uns besprochen. Dann Bride of Frankenstein jetzt dazu und jetzt kommt auch noch Dracula dazu. Wir klappern die also auch ziemlich gut ab. Ja. Und ich weiß auch, als Jan ich so hin und her geschrieben habt, ich habe mitgelesen, so verschiedene Filmtitel, hat bei mir spanischer Dracula sofort was ausgelöst. Ich weiß nicht, ob das so gegangen, also es wäre mir nicht so gegangen mit dem Original Dracula, weil vor lauter gar nicht gesehen haben, ist das schon längst in so einer Schublade von, ja mein Gott, ob ich jetzt ernsthaft bei 30er Jahre B-Movie anspringe. Also das war die Schublade, in der das drin lag. Mhm. Und dann war ich jetzt wirklich sehr dankbar, dass mir vorher eine Schauspielerin erzählt, wie die Produktionshistorie dieses spanischen Dracula ist, weil, alter Schwede, ich habe mich auch ein bisschen gequält, weil das ist auf jeden Fall, also der Film geht, wie lange? 107 oder so. Also 107 Minuten. Und genau. Der Originale sozusagen, der Bela Lugosi, geht 80 Minuten, glaube ich. Ja, 74, ja genau. Ja, genau. Also das. Und denn ich war tatsächlich am Anfang ein bisschen irritiert, weil ich so dachte, oh, irgendwie ist aber hier so ein bisschen die Handbremse drin. Und zu verstehen, dass das gerade, also die Logik war, tagsüber dürfen die coolen Hollywood-Stars sozusagen drehen oder auch in der Nacht, ja, müssen die Spanier ran. Also das waren schon nochmal andere Produktionsbedingungen. Und und deswegen, ich hatte also keinen Vergleich. Also ich sehe jetzt quasi diesen Film, diese Kulissen zum ersten Mal und habe auf jeden Fall gemerkt, meine Fresse, ist das alles geil ausgestattet und aufwendig produziert. Das hat mich sehr beeindruckt und ich habe mich natürlich sehr über das Spanisch, die Schauspieler gefreut, weil das war jetzt wirklich, diese Menschen habe ich alle noch nie gesehen. Das war so vor, wo ich dachte, das ist bestimmt das Besondere. Allerdings habe ich immer noch nicht im Wissen um die englische Fassung. Deswegen, habe das jetzt gerade nur so ausführlich erzählt, weil ich jetzt sehr neugierig bin, wie ihr jetzt in diesen Film reingegangen seid mit der Kenntnis der Originalfassung oder der englischen Fassung. Also spielt das mit? Also gibt es im Kopf diesen Vergleich? Läuft das? Jan?
Also der Vergleich, ich habe mir auch dieses diese kurze Einführung von der Schauspielerin, glaube ich, von Eva war das ja, oder Eva, Lupita Tovar müsste es gewesen sein, die ein bisschen erzählt hat von diesen Hintergründen, weil die waren mir auch nicht ganz klar. Und da war ja zum Beispiel, wenn man sich dieses Video anschaut, schon mal der Vergleich so zwischen Carlos Villarías, der Conde Dracula-Darsteller, und Bela Lugosi, die sich tatsächlich sehr ähnlich sind. Wo ich halt sagen würde, der Original-Dracula, also der Browning, die amerikanische Fassung, die lebt halt durch Lugosi total. Der ist ansonsten ziemlich dröge, muss ich sagen, obwohl ich ihn irgendwie auch mag, aber er ist schwer anzugucken. Und ich muss sagen, die Verbindungen waren immer wieder da. Gerade bei den Außenaufnahmen, glaube ich, auch die wurden einfach nur übernommen in die spanische Fassung. Ja, ja. 1:1. Und bei den anderen Szenen habe ich häufig gedacht, die sind peppiger. Also die sind wirklich sehr viel, und er wirkte auf mich übrigens kürzer als der Dracula. Obwohl ich auch erstmal geschluckt habe, als ich dann gesehen habe, 100 Minuten angezeigt bei meiner Blu-ray. Ups. Gut, dass ich mir genug Zeit eingeplant habe dafür. Ja, also mir geht das auf jeden Fall ähnlich, gerade was eben die Außenaufnahmen, weil wenn dann eben hier die Burg wird eingeblendet und so, ja, oder wenn sich die Särge ganz am Anfang öffnen und diese riesige Biene da durchs Bild krabbelt, das sind ja 1:1 einfach genau die gleiche. Zum Beispiel die Biene ist ein bisschen eine andere Einstellung. Es sind nahezu die gleichen Perspektiven. Aber zum Beispiel krabbelt die Biene in dem, also jetzt muss ich es kurz mal reinschmeißen, also nee, erzähl mal weiter, ich erzähle das nachher gleich. Und das Opossum, was wie eine Ratte aussehen soll. aber es ist eben ganz viel, wo ich dann auf jeden Fall gesagt habe, na, das ist halt 1:1 einfach Material reingeklebt sozusagen. Und ich habe auch mit dem Dracula Todd Browning starke Probleme. Ich finde auch, Bela Lugosi ist ungeheuer faszinierend und gerade hier sein Children of the Night, und so, oder wie du eben gesagt hast, Christian, diese ganzen Sets, die Ausleuchtung, das ist wirklich der Hammer. Aber ich merke eben, ja, es ist so dermaßen stumm auf der Tonspur und die Charaktere im Raum bewegen sich manchmal genauso schnell, langsamer als Schildkröten. Und da ist dann einfach meine Sehgewohnheit eine ganz andere, dass ich da auch nicht völlig rankomme. Und auch bei dem Spanischen hatte ich zwar teilweise so dieses, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, die Ausschnitte sind hier deutlich größer bei den Damen und auch sonst ist so manches deutlich anders, aber so manchmal mit diesem Tempo und gerade auch diese 100 Minuten, also bei den 100 Minuten habe ich auch so kurz, okay, ich habe auch immer gehört, der soll peppiger und frischer und aufregender sein, aber jetzt noch länger, das hatte ich irgendwie noch nicht auf dem Schirm. Und habe dann auch teilweise so da, gerade so diese Innenszenen, manchmal so, oh ja, jetzt kommt doch mal vorwärts. Also ich habe da auch wieder starke Probleme gehabt so beim Gucken. Das hat auch diese spanische Version nicht ganz wegbekommen sozusagen. Ich will jetzt mal das einmal kurz nur loswerden, dann muss ich dir nicht euch immer so ständig dazwischen fahren mit. Ich habe einfach direkt nach dem spanischen Film, bei dem ich mich durchaus so bis 00:30 in die Nacht etwas gequält habe, war ich dann doch so sehr neugierig, dass ich nur mal den Anfang gucken wollte von der englischen Fassung und dann wirklich 20 Minuten lang kleben geblieben bin und ich war begeistert. Ich habe gestaunt, wie das, was sozusagen wirklich viel, viel länger braucht in der spanischen Fassung zu erzählen, einfach viel flotter und ineinander verschränkter passiert. Also das ist nur ein Beispiel, wo das wirklich extrem deutlich wird. Dieser ganze Moment, ab dem, wo der Immobilienmakler auf Graf Dracula das erste Mal trifft und sie dann auch die Treppe hochgehen, dann dort sitzen und dann sozusagen diesen Transport die Vermietung sozusagen klären. All das, was dort passiert, ist in der englischen Fassung also richtig ineinander geschoben. Also mehrere Dinge passieren im gleichen Moment, während die spanische Fassung sklavisch alle Momente auch hat, aber nacheinander. Und es war sehr schwer für mich in der spanischen Fassung auszuhalten und ich hatte mehrfach die Irritation, wo ist denn gerade das Problem? Und dann dachte ich, also das passiert mir aber nur, wenn ich rauskomme aus dem Rhythmus von einem Film, dass ich denke, das sind aber dolle Anschlussfehler,
Spieler drin und da passt das hier und vorne und hinten nicht und manchmal ist das Spiel da sehr extrem, dann wieder sehr runtergefahren. Also ich hatte das Gefühl so eines Flickenteppichs, der nicht recht zusammenpassen wollte, und in der englischen Fassung ging es mir dann sofort so wie, ah, so ist das gemeint, so macht das ja richtig Sinn und so flutscht das. Und dann habe ich aber auch dann abgebrochen, weil ich dann nicht nur bis 2 Uhr nachts durchgehalten hätte. Aber ich fand einfach nur so faszinierend, mit der langen, längeren Fassung einzusteigen, hat mir sozusagen zumindest die ersten 20 Minuten der englischen Fassung sehr versüßt. Also dazu kann ich vielleicht sagen, auch mit zum Beispiel da noch eine Fassung, die ja, denke ich, auch sehr viele Menschen gesehen haben, ist Bram Stokers Dracula aus den 92 müsste der Coppola, das ist, glaube ich, der letzte Francis Ford Coppola Film, der gut war, meiner Meinung nach. da ist, also diese Anfangsszenen, sag ich mal, dann tatsächlich der Dracula-Geschichte auf nach Bram Stoker, die in Transsilvanien spielen auf dem Schloss, das sind eigentlich auch, finde ich, die faszinierenden. Das ist auch das, was ich immer so gehört habe, dass eigentlich der Roman ist ja quasi auch zweigeteilt. Die erste Hälfte ist quasi ja Transsilvanien und die Reise, die Seereise, und danach das in London. Und da, eigentlich ist immer so die einhellige Meinung, der erste Teil ist ziemlich atmosphärisch, der ist gut geschrieben. Und der zweite ist halt, der plätschert dann noch so dahin. Das ist auch bei Nosferatu so, die zweite Hälfte ist irgendwie auch deutlich anstrengender. Vielleicht gefällt dir auch die Todd Browning-Fassung weiterhin dann sehr gut, aber ich habe auch so das Gefühl, gerade dieses sehr geheimnisvolle, das sehr opulente, auch wenn es total verfallen ist, dieses Schloss, diese Sets dann eben auch, dass das den Spaß vor allem ausmacht am Anfang. Und die London-Szenen, die sind mir generell irgendwie auch immer ein bisschen zu lang und vielleicht auch immer ein bisschen langweilig dann auf Dauer. Ja, wird ja ein ganz schönes Kammerspiel. Ich meine, das habe ich ja letztens in der spanischen Fassung schon gesehen, was da einen dann noch so erwartet. Nur vielleicht ein einziges Beispiel, da habe ich dann wirklich hingeschwult, weil ich wollte das wissen, das hat mich ganz irritiert. Es gibt in der spanischen Fassung so, also natürlich genau wie in der englischen Fassung, diesen Moment, wenn wir sehen, wo der Immobilien-Heini, wo der jetzt gelandet ist, in diesem Krankenhaus. Und das fängt an mit so einer Kranfahrt, die so an dem Eingang herunterfährt und dann so eine Vorwärtsbewegung macht, die dann aber in der spanischen Fassung mehrfach unterbrochen wird. Wir schwenken dann oder fahren so in mehreren zerhacktstückten Momenten über die Außenanlage, um dann an dem Fenster anzukommen. Und dann ist das halt total faszinierend, wie das in der englischen Fassung dann über eine weite Strecke eine ungeschnittene Aufnahme ist, die so herumschwenkt und herumfliegt. Und dann kriege ich richtig so diesen Rappel. Mensch, stimmt, das ist ja hier Mr. Karl Freund, ist der Kameramann. Also vielleicht berühmtestes Beispiel seiner Kameraarbeit ist Metropolis mit Fritz Lang. Und da sind noch so einige Dinger in der Größenordnung unterwegs. Und dann habe ich gemerkt, der Film hat tatsächlich der Spanische hat eine angenehm losgelöste Kamera. Und da, wo ich es verglichen habe, in der englischen Fassung, ist sie sogar für mich noch besser. Also da gibt es zum Beispiel schnelle Schwenks von rechts nach links, die dann wieder in Fahrten übergehen. Also Dinge, wie ich sie im Martin Scorsese-Film der 70er, 80er, 90er gewohnt bin. Also wie Michael Ballhaus dort die Kamera führt. Also sozusagen diese Idee des fliegenden Auges. Da war ich schon ganz schön beeindruckt für einen Film von 1931. Und das ging mir auch öfter in der spanischen Fassung so. Also durchaus ungewöhnlich für, also weil wir sind ja noch in der Frühzeit des Tonfilms, ja, und da sozusagen eine so mobile Kamera, das hat mich tatsächlich überrascht. Ja, ich glaube, bei mir überwiegen da einfach immer diese Dialogszenen, gerade in den Häusern, sind auch entsetzlich, die dann einfach immer so, und jetzt machen wir nochmal den Schnitt, also es ist ja wirklich so, eigentlich wirklich so lehrbuchmäßig, ne? Reaktion oder Aktion, dann Reaktion, dann nochmal das Gruppenbild, dann wieder da, jetzt bewegt sich einer, und das ist einfach so, also wo ich mir denke, okay, selbst wenn ich mich jetzt versuche, so drauf einzulassen und so, aber jetzt braucht doch nur einer dem Dracula ein Bein stellen, der braucht nur einmal schneller hinlaufen, also weil die sich alle so gefühlt, wie was du ja vorhin ganz am Anfang sagst, mit der Handbremse so bewegen und ja, das ist echt schon so ein, jetzt, na los, hopp, dann mach doch mal, ha, du kannst doch, und jetzt geht er hinaus. Nee, das mussten also echt Ernst Lubitsch und Billy Wilder den Leuten jetzt beibringen, wie man nach dem Stummfilm jetzt Tempo in so menschliche Momente bringt, wenn die reden. Ne? Das ist wirklich ein bisschen steif, ja.
Deswegen, ja, weiß ich gar nicht, ich glaube, das mit der Ausstattung und so, das wird dir ja nicht anders gehen, ja, ne? Oder fandst du wie fandst du denn die Ausstattung oder die Sets? Also, die waren toll einfach. Genau wie eben auch bei, also das ist auch das, okay, das zweite Element von dem Dracula von 31 auch mit Bela Lugosi auf jeden Fall, wie die Sets gebaut sind. Ich mag diesen Aufgang, also die Treppe im Schloss von Dracula total gerne mit dem riesigen Spinnennetz, das da die Treppe einmal komplett in der Breite einnimmt und eben auch in der Höhe, das ist ja ein schier endloser Turm oder ein riesiger Raum auf jeden Fall. Und das fand ich auf jeden Fall schon, also auch jetzt wieder beeindruckend. Ich habe den jetzt auch auf meinem Beamer oder mit meinem Beamer gesehen und muss ich auch sagen, auch die spanische Dracula-Version, das ist ja nur als Extra auf der Blu-ray dabei, die haben sie ja auch auf jeden Fall hochauflösend digitalisiert. Ja, war ich erstaunt. Und echt, ich war auch erstaunt, wie viel davon noch in richtig guter Bildqualität vorliegt. Also es war so zwischendurch, Christian und ich, wir hatten ja mal, die Folge ist, glaube ich, auch bei euch mal erschienen, ne, zu Metropolis. Da habe ich auch so gedacht, okay, so ein bisschen ähnlich haben wir es ja auch mit deutlich verschiedenen Qualitäten des vorliegenden Filmmaterials zu tun. Aber da war ich einfach generell überrascht, auch wie viel davon noch wirklich gut offensichtlich eingelagert wurde. Wobei, also obwohl es ja eigentlich nur ein, naja, es war halt ein Beiprodukt zum Hauptwerk, das fand ich schon cool. Ja, das ja auch oft nicht überliefert ist, also oder nicht erhalten ist. Also die meisten dieser mehrsprachigen Fassungen sind heute nicht mehr aufzutreiben. Mhm. Ja, nee, also dieses Schloss, also wie gesagt, ich bin auch total fasziniert immer von den ganzen Sets allgemein in den Filmen auch so, dass das alles gebaut ist und du kannst dann eben, also das ist eben wirklich so dieses, ne, was du heute dann hast, teilweise ein, zwei Regisseure, die sich da vielleicht noch durchsetzen können mit einem gebauten Set und der Rest halt völlig vor Greenscreen und du ja bist dann irgendwie auch nicht so komplett drin, wenn das alles eben digital nur ist. Klar ist das heute auch schon auf einem sehr, sehr hohen Level und manches erkenne ich auch nicht oder wenn ich nicht wüsste, dass das jetzt ein Trick ist, dann hätte ich auch gedacht, na, das ist halt die Häuserwand, die da steht, aber ist sie dann gar nicht. Aber so diese Sets und das eben auch so, dadurch eben ja auch in diese relativ fantastische Welt eben auch ein Stück entrückt ist, man sie, oder ich sie aber auf jeden Fall trotzdem als authentisch wahrnehme, also als glaubwürdig. Und ich würde Christian, weil du ja auch noch mal in den Anfang von der Todd Browning-Fassung geschaut hast, ja. Als diese Szene, die Kutschfahrt in erstmal noch dieses Dorf kam, ganz am Anfang, und dann geht's ja nachts weiter, mitten in der Nacht quasi noch weiter in die Berge rein. Ich habe die Szenen aus dem Original viel heller in Erinnerung gehabt. Weil die natürlich tagsüber oder also das, was draußen gedreht wurde, da sieht man es ja. Ja, stimmt. Außenaufnahmen, da sieht man ja total, da haben sie einfach nur wahrscheinlich den Shutter quasi was weiter zugezogen, dass weniger Licht in die Kamera kommt. Aber ich fand jetzt zum Beispiel dann wirklich diese Studioszene vor dieser Gaststätte, da habe ich gedacht, Mensch, die haben das richtig gut hinbekommen, irgendwie mir als Zuschauer auch heute noch zu zeigen, das ist jetzt nachts. Weil häufig eben auch selbst die Studioaufnahmen aus der damaligen Zeit sind viel zu hell. Und ich fand, da war es ziemlich gut jetzt in der spanischen Fassung gemacht. Da weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, die Szene ist auch in der Browning-Fassung viel kürzer. Ja, ja, mit viel weniger Statisten auch und so weiter. Ja. Also ich finde sie sozusagen erzählerisch sehr viel gelungener. Also weil sie tatsächlich, ich meine, ich merke dann auch, ich bin viel affiner zu der Besetzung der englischen Fassung. Also was jetzt die Kerle angeht. Gerade der Immobilienmakler ist, komme gerade auf den Namen nicht. Renfield. Ja, ganz schön geiler Typ. Also da habe ich das Gefühl, ich habe den wahrscheinlich schon 2-3 Mal gesehen. Also wenn ich mir jetzt nicht vorstelle, ist das Dwight Fry, der unter anderem auch bei der Mumie mitspielt. Ja, und der hat einfach so ein geiles, irres Lachen. Das ist bei mir von ihm hängen geblieben. Ja, aber trotzdem hält er ganz gut so die Kurve, während ja der Spanische wirklich mehrfach über jede Grenze hinausschlägt. Aber um nochmal auf die Beleuchtungssituation zu kommen, ja, da würde ich dir zustimmen, das funktioniert tatsächlich etwas stimmungsvoller, was diese Atmosphäre der anbrechenden oder der dann hereingebrochenen Nacht angeht. Es ist sogar so, dass ich kurz dachte, so wow, was ist das, wirkt fast so, weil es auch plötzlich weicher ist vom Bild, als hätten die da wirklich jetzt irgendeine extrem krasse Linse zurecht gefeilt, die sozusagen das ermöglicht, bei wenig Licht noch was aufzuzeichnen. Ja, das stimmt und
also man kann schon auch wirklich sagen, die unterscheiden sich dann wirklich auch in ihrer Ästhetik. Also also sozusagen auch ein anderer Ansatz, das so zu machen. Also während ich das Gefühl habe, also im Sinne von, es gibt keine also es gibt, glaube ich, vielleicht ist es sogar so die Idee von, das eine ist klar und sozusagen so, wie wir es mit so einer Studioästhetik verbinden, ausgeleuchtet. Also vielleicht auch eine Tradition, aus der Karl Freund auch kommt, so, der vielleicht auch noch lange Zeit damit gearbeitet hat, mit diesen natürlich beleuchteten, verglasten Studio-Sets, ne, aus dem, wo man sozusagen mit dem Sonnenlicht gearbeitet hat, um überhaupt genug, man braucht einfach jede Menge Licht, um überhaupt irgendwas auf dem Film zu belichten, was halt nicht dazu geführt hat, dass man irgendwie kreativ mit Schatten irgendwie arbeiten konnte. Und das stimmt, da zeigt die spanische Fassung auf jeden Fall nochmal andere Möglichkeiten. Sagt mal, weil ich das jetzt vorhin auch nochmal so reingegrätscht bin, also zum Beispiel diese Montage, wenn wir Graf Dracula auferstehen sehen und vor allem auch diese drei geisterhaften Damen, die da auch noch aus dem Sargdeckel hervorluken. Das ist zum Beispiel was, das habe ich, also ich sehe jetzt die spanische Fassung, ohne die englische zu kennen, so, und guck die spanische Fassung, finde das ein bisschen irritierend, wie das so montiert ist. Also da guckt eine Hand hervor, wo ich denke, da liegt der Sarg, und dann gibt es aber einen Schnitt, ach nee, da kommt aber jetzt der raus und da kommen jetzt die Frauen raus. Also ich bin halt richtig ein bisschen irritiert und es haut irgendwie für mich nicht hin. Und dann sehe ich die englische Fassung und denke, ah ja, super, funktioniert. Lies dann später im Internet, ja, bei der spanischen Fassung ist es viel schöner, wie er so unter diesem Rauchschwall so langsam emporkommt. Das ist viel besser als der Bela Lugosi, der plötzlich da ist. Und dann denke ich so, nee, ich finde das total schön. Und also ich habe eher ein unheimliches Gefühl bei dem englischen Original gehabt. Aber das ist natürlich jetzt wahrscheinlich wirklich auch so ein, ja, weiß auch nicht. Na, also ich habe auf jeden Fall auch so dieses Gefühl gehabt, dieses, ah ja, das ist jetzt seine Hand und jetzt ist ein anderer Sarg. Also der Sarg sieht doch plötzlich dann anders aus und da kommt jetzt raus, aber wer war, also dieses. Da haut irgendwas nicht hin. Also. Entweder gewollt oder ungewollt eben so Anschlussfehler, führt aber eben genau zu dieser Irritation. Aber auch so diesen Gedanken, ja. Und es ist auch wieder eine dieser Szenen, wo ich denke, ja, hier hätte doch ruhig minimal so ein bisschen Musik auch so vielleicht nicht geschadet. Ja, schön, dass du es nochmal ansprichst, ja. Das machen ja beide. Gibt's aber auch nicht. So, ja. Genau, ist in der englischen auch kein Ton, oder? Genau. Ja? Richtig, also das ist eigentlich in beiden Filmen hast du am Anfang halt hier Schwansee und dann zwischendrin vielleicht nochmal dieses, die Oper, aber sonst ist es ja wirklich, ja. Tod, wenn wirklich nichts ist da, also außer, das ist eben was ich auch gemerkt habe, für meine Sehgewohnheit, ich so überlegt, ja, brauche ich denn immer so hier die Fahrstuhlmusik immer drunter, dass ich einfach dabei bin? Nee, das auch nicht, aber so doch immer mal so ein bisschen pointiert oder so und damit reinhauen und ja, wie gesagt, diese Sargszene war mir auch so ein bisschen irritierend. Hab dann auch so überlegt, kommt jetzt eigentlich jedes Mal, wenn der aufwacht, so eine Wolke da raus? Hat der gute Verdauung oder was ist da los? Aber es hat natürlich auch schon so einen atmosphärischen Beitrag, das ist schon richtig. Na, vor allem, es fehlt ja wirklich mehr auf der Tonspur als nur Musik. Also die vermisst man am spürbarsten, aber gerade in den ersten Minuten ist ja wirklich auch viel im Bild los. Also und in diesen Kellergewölben läuft überall so Wasser herunter und also da wäre jetzt in modernen Sounddesign wäre da ganz schön was los, aber das ist noch nicht die Zeit, in der sozusagen das passiert. Und das sorgt für mich auch wirklich irritierend leer. Ich habe erst gar nicht verstanden, warum es ein Bonusmaterial gibt mit Philipp Klaas und dem Kronos-Quartett als musikalische Untermalung. Jetzt begreife ich das, weil es gibt jede Menge Leerstellen, in denen Musik reinpasst. Also zum einen, ich glaube auch einfach, der Film war ja, also das habt ihr ja schon gesagt, ist ja mehr auch ein B-Movie gewesen, also Universal hat da ja eher einen Film gemacht, der zu einem Feature-Film noch gezeigt wurde im Kino damals. Wirklich auch, ja, okay. Ich dachte, das wäre mein Vorurteil, aber ich fand ihn jetzt sehr viel besser, als ich es in meinen B-Movie-Vorurteil reingebracht, also auch aufwendiger produziert, aber das kann ja sein. Also ich habe jetzt auch hier nochmal bei IMDb so 350.000 Budget, das ist auch noch so im Rahmen von dem, was so B-Movies damals gekostet haben, also ich bin mir da nicht sicher, wie das weitergegangen ist mit den Horrorfilmen, aber ich glaube, so gerade Dracula und Frankenstein waren mehr die Zusätze zum Hauptfilm. Wobei das ja nicht bedeuten soll, dass die nicht dann beliebt waren beim Publikum. Hat man ja gemerkt mit den ganzen Fortsetzungen. Aber ich glaube, da hat dann vielleicht auch ne, mit der Musik, also es gibt ja quasi keinen Score, nur wirklich die Musik, die auch im Film, also abgesehen jetzt vom Intro, die dann eben auch in der Diegese vorhanden ist.
Aber das habe ich jetzt bei der spanischen Fassung nicht so sehr gemerkt, wie ich das bei der Original, einfach weil man auch den Spruch, ne, listen to them, children of the night von Bela Lugosi, der ist ja auch durch verschiedene popkulturelle Kreise immer wieder gegangen. Wenn, da fällt es mir immer so auf, wenn Bela Lugosi spricht, hört man ein sehr starkes Hintergrundrauschen auf der Tonspur. Das wird, denke ich, auch am Alter der Kopien liegen und so weiter. Aber die wurde jetzt, denke ich mal, für die Digitalisierung, das Rauschen wurde krass entfernt. Und ich glaube, dass da auch einfach viel Atmo auch mit verschluckt wurde in dieser Bearbeitung. Das glaube ich nämlich schon, dass es... Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich würde es mal auf jeden Fall sagen, es gab bestimmt Atmo-Geräusche auch in dieser Auferstehungsszene. Aber da könnte ich mir gut vorstellen, da haben sie es ein bisschen zu gut gemeint mit der Entfernung von Störgeräuschen. Hm. Und die sind dem, glaube ich, zum Opfer gefallen. Es gibt ja noch mal so zwei Szenen, also es sind auf jeden Fall immer diese Auferstehungsszenen und ich glaube, es gibt auch eine, wo Dracula in den Straßen Londons rumläuft, wo auch nichts zu hören ist. Ja. Und das hat zum einen natürlich was Gespenstisches, aber es ist auch irgendwie irritierend in dem Sinne, dass ich dann weiß, okay, das ist halt ein Film. Also ich werde aus der gewünschten Immersion rausgeworfen in diesen Fällen. Und es ist ja jetzt gerade bei der spanischen Fassung ist es ja auch wirklich 2 Minuten, glaube ich, bis der Dracula dann aus seinem Sarg da emporsteigt. Das ist ja auch sehr viel ökonomischer in der Originalfassung, glaube ich, gedreht. Also ich finde es einen interessanten Aspekt. Das stimmt wahrscheinlich mit dem Rauschfiltern, was die da so bei Universal, ich glaube, Universal hat in der Anfangszeit auch manche Sachen ordentlich verbockt, auch was so die Korn-Sachen angeht. The Thing fällt mir da gerade so ein, wo der Schnee plötzlich weg war und Gladiator, wo keine Pfeile mehr flogen. Mhm. Würde aber minimal entgegenhalten wollen, dass ich glaube, also wenn das wirklich so doll rausgehauen hat alles, dann ist es einfach schlecht tatsächlich, ohne dass ich jetzt eben die gute Variante kennen würde, aber so ein bisschen, oder ich glaube, dass das auf keinen Fall alles dann weggeschluckt hätte. Und ich überlege halt gerade, dafür haben wir dann so eine anderen prominenten Toneffekte, wenn dann hier diese Tür sich da 5-mal öffnet und wieder schließt und dann dieses ewig lange Knarzen dazu haben. Das ist ja zum Beispiel einer dieser Effekte, der natürlich dadurch, dass die anderen Teile relativ stumm sind oder so ziemlich stumm sind, natürlich deutlich stärker nochmal hervorsticht. Deswegen bin ich mir da nicht sicher, ob das nicht tatsächlich auch so ein bisschen gewollt war oder ja, man hat noch nicht so viel Wert drauf gelegt hat zu dem Zeitpunkt. Ah. Ja, das ist, also ich meine, allein durch die Produktionsgeschichte mit dem, die müssen dann nachts noch die schnell die spanische Version drehen, die vielleicht auch weniger Budget für die Nachbearbeitung hatte, also, oder ich weiß auch gar nicht, was die Möglichkeiten der Tonnachbearbeitung damals gewesen sein, das wird wahrscheinlich auch überschaubar sein, ist auf jeden Fall viel Raum zum Spekulieren da. Ich würde jetzt nochmal gerne darauf zurückkommen, dass hier wir auch schon so angedeutet haben, als wir über Ausstattung gesprochen haben, dass es da wirklich eine zweite Hälfte des Films gibt, die schon, also wirklich eigentlich hinter dem, was so am Anfang aufgebaut wird an Stimmung, allein schon dadurch zurückfällt, dass wir eben jetzt plötzlich eher in großen Wohnzimmern oder Schlafzimmern sind und sozusagen die auch in der spanischen Fassung eher schön hell ausgeleuchtet sind, in denen durchaus unheimliche Dinge passieren, wie ein Graf Dracula, der in seinem Spiegelbild nicht zu sehen ist, also dessen Spiegelbild es nicht gibt, oder der sich halt immer wieder den Frauen dort annähert oder als Fledermaus durch die Gegend schwirrt. Aber es stimmt schon, das ist wie so ein Kammerspiel, das überraschenderweise sich an den stimmungsvollen Gothic-Horror-Anfang andockt. Und das wird ja, das so richtig kann ich mich damit auch nie versöhnen. Es ist fast so, fast habe ich halt das Gefühl, als wird es jetzt noch zu so einer Art Whodunit, so ein bisschen, so ein Hauch Miss Marple rauscht oder Agatha Christie, kriege ich kurz so, ne, wenn die da immer so im Wohnzimmer stehen und rätseln, wie wohl was gekommen ist. Ja, und vor allem habe ich dann immer auch das Gefühl so, ja, Van Helsing hat doch jetzt schon alles gesagt. Jetzt greift doch mal zu. Ja. Worauf wartet ihr denn jetzt schon wieder? Und also das ist so ein bisschen dieses klar, so Whodunit, wo quasi einfach nur durch Ermittlung ist und nicht diese konkrete Gefahr besteht, dass jetzt jemand erschossen wird oder so. Aber ja, selbst da gibt es dann auch eher mehr Tempo. Ja, na, vor allem dafür, dass sie davon ausgehen müssen, dass es dort also jemanden gibt, der dort die Frauen beißt, sind die alle ganz schön ruhig noch, finde ich. Und wenn er dann halt den Spiegel auf den Boden schlägt und so völlig so austickt und dann, entschuldigen Sie, ja, kein Problem. Ja. Okay. Geh doch nach Hause. Und vor allem versuchen schnell die Frau irgendwie wegzukriegen. Also geh mal bitte in dein Schlafzimmer und lassen denn auch noch Graf Dracula sich ausführlich verabschieden.
Sehr hilflose Männer dort. Ja. Das ist schon faszinierend, ja. Also das ist auch etwas, das, also auch wenn man Nosferatu dazu nimmt, gut, das spielt dann, glaube ich, ja gar nicht in London, sondern in, das spielt ja sogar dann in Norddeutschland, in Wismar, wo es ja, glaube ich, dreht. Dann auch gedreht und Wisborg würde, glaube ich, genannt oder Vigo. Ja, so. Ja, irgendwie sowas. aber ich meine, auch da funktioniert ja quasi dieser hauptsächliche Knackpunkt von der Geschichte nicht so richtig gut. Das ist ja das Eindringen des Fabelwesens, des Mythos, des Vampirs in die adlige Welt, die ja immer noch Bestand hat in London, in dem Fall dann jetzt eben wieder. Und dass diese Bedrohung irgendwie nicht richtig rüberkommt, auch wenn Dracula ein paar Mal vor dem Haus steht. Das Haus selber, das passt ja irgendwie schon, diese Innenräume sind so hell ausgeleuchtet, weil in dieser Welt geht's ja auch um die Wissenschaft, ne? Alles wird erklärt. Und es ist eben, es ist der Prunk und alles ist eigentlich gut, aber es, von draußen, es ist dann in London der Nebel ja vor allem, der sich immer mal wieder hervorschleicht, auch ein paar Mal im Bild zu sehen ist, aber eigentlich wird mehr drüber dann auch geredet. Das haben sie, finde ich, so visuell nicht ganz gut umsetzen können. Und das kennen auch weder hier der Carlos Villaras noch Bela Lugosi. Trotz ihrer Präsenz können die diese Bedrohung in diese heile Welt, finde ich, nicht so gut darstellen. Ich finde jetzt gerade in dieser spanischen Fassung, weil ich sie jetzt nochmal hatte, wie der Renfield, der dann schon total verrückt ist, erzählt, wie Dracula vor seinem Fenster stand und dann diesen roten Nebel gebildet hat und dann waren da überall Ratten. Oh ja. Wenn er das erzählt, das ist super cool. Ja. Das wäre wahnsinnig geil, dass, wenn man das gesehen hätte. War jetzt damals vielleicht, also es wäre, glaube ich, möglich gewesen. Nur zu teuer für so eine Art von Film. Aber es wird schon versucht, diese Bedrohung irgendwie aufzubauen, aber es kommt nicht so ganz rüber. Das finde ich sehr schade. Und ja gut, die Fledermaus beispielsweise ist ja eigentlich mein Lieblings-Special-Effekt aus der Dracula-Geschichte, weil es halt echt, naja, ne, es sieht halt aus, wie es aussieht. Ja, man merkt halt, das ist halt eine Gummi-Fledermaus, die mit drei Fäden bewegt wird. Aber ja, aber es ist ganz nett. Ne? Das hat ja schon seinen Charme. Ja genau, aber der Film nimmt sich halt natürlich ziemlich ernst und deswegen gibt es an der Stelle halt unfreiwillige Komik, das hatte ich auch. Das habe ich auch immer, wenn immer so hart diese extreme Augenklos ab. Ja. Habe ich das eigentlich richtig in Erinnerung, dass das bei dem Englischen, also beim Bela Lugosi, dass die Augen noch angeleuchtet worden waren und also das ist beim Spanischen nicht so deutlich passiert? Ich überlege nur, ob ich das mit der Mumie verwechsel, weil da war das auch. Wir sind beim Spanischen zu dicht dran, um zu erkennen, ob der Rest vom Gesicht auch beleuchtet ist. Das ist wirklich klar. Krass. Ne? Also während bei Bela Lugosi, glaube ich, also in den Sekunden, die ich gesehen habe, immer es ein Porträt ist, in dem sozusagen meistens der Hals auch noch mit reinpasst, sind es ja wirklich mehr extreme Close-Ups. Also ich der Italien-Shot, der vorweggenommen wird, ja, das eigentlich stimmt, 20, 30 Jahre. Auch so benutzt aber, wird, so wie so ein Staring-Contest eigentlich auch. Ja, aber ich finde die tatsächlich, also das fand ich wirklich besser gemacht in der spanischen Fassung, weil was ja übersetzt werden soll auf den Zuschauer, ist ja, dass Dracula diese telekinetischen Kräfte hat. Ist nicht Telekinese. Wie heißt das, wenn man die Psyche von anderen? Er bezirzt sie. Ja. Ja, nehmen wir die griechische Mythologie. Die Bezirzinese ist das, genau. Gedankenkontrolle. Genau, die Gedankenkontrolle. Das finde ich, Telepathie. Das soll ja auch über die Augen. Telepathie. Ja, das könnte sein. Genau, nicht Telekinese, Telepathie. Das finde ich, wird besser übersetzt durch dieses ganz starke mit den Augen aufreißen und böse gucken. Die Augenbrauen sind ja auch sehr wichtig dann bei dem Villaras. Ja. Und bei Lugosi ist das mir ein bisschen zu weit weg, weil der bewegt ja seine Mimik nicht wirklich. Der bewegt seine Augen und macht so ein bisschen auch mit seinen Augenbrauen was, aber das ist mir dann zu weit weg in der Todd Browning-Fassung. Deswegen, das fand ich, war tatsächlich ganz gut gemacht, auch wenn sie es vielleicht auch hier wieder ein bisschen übertreiben in der Dauer dieser Einstellungen. Das ist dann vielleicht auch, 5 Sekunden kürzer reicht auch. Ja, ich meine, nur als kurzer Einschub eben. Also was ich dann als größte Faszination manchmal bei diesen ganzen Dialogen hatte, war tatsächlich, oh, das Spanisch. Was verstehe ich denn so von Spanisch? Da konnte ich mich fast noch am ehesten so rein knien sozusagen.
Ja, ich habe mich manchmal gefragt, ob das auch einfach so Sachen sind, die wirklich einer etwas beschleunigten Produktion im Nachhinein zu schulden sind. Also es ist schon eher wie so eine sehr gute Rohfassung, die jetzt noch den Feinschliff gebraucht hätte. Weil, also genau, ich würde jetzt auch sagen, an sich ist jetzt an dem Close-Up nichts auszusetzen. Aber ich habe das Gefühl, ich sehe einen und denselben Close-Up in zwei verschiedenen Szenen, also mehrfach. Und ich sehe ihn zu lang. Das Timing stimmt nicht ganz so. Ne? Deswegen ist es auch 100 Minuten statt 75. Ja, ich meine, es ist völlig normal, dass jede erste Fassung jeder erste Rohschnitt, der direkt nach den Dreharbeiten erstellt wird, ist immer viel zu lang, so, wo man erstmal einfach alles beisammen hat, so die grobe Struktur, und dann fängt der Feinschliff an. Gut, aber das lädt halt schön zu spekulieren ein, wir wissen das ja nicht genau. Ich kann aber jetzt auf jeden Fall nochmal herausziehen, das hat mich auf jeden Fall sehr erfreut. Ich habe in dem Spiel der Eva und auch den anderen Figuren, das war für mich was ganz Befreiendes und wie soll ich sagen? Ich habe versucht, welche 90er Filme aus den 30ern kenne ich denn sonst so? Also ich versuchte irgendwie Vergleiche zu finden, das fiel mir ein bisschen schwer, aber gerade in der Eva sehe ich ein Spiel, da denke ich jetzt nicht so sehr an Stummfilm-Schauspiel oder so, ne, so, oder auch nicht an Theater-Schauspiel, sondern das hat wirklich nochmal eine andere Qualität. Also ich habe da wirklich gerne zugeschaut und ja, also es ist auch wirklich, es wird auch kein Hehl daraus gemacht, dass genau der Ausschnitt ist wirklich absichtlich sehr tief und man hat manchmal Schwierigkeiten auch in die Augen zu schauen. Das ist aber sozusagen sagen, also das gibt zumindest dieser, dass ich nochmal eine andere Ebene habe als, okay, da gibt es Graf Dracula und der braucht Blut so, ne? Sondern nee, das sind einfach auch faszinierende junge Frauen, die sozusagen auf nicht nur an die anderen Männer in dem Film, sondern auch auf mich als Zuschauer so eine Ausstrahlung haben. Das habe ich auf jeden Fall sehr gemocht und ich glaube, das vermute ich jetzt, ist auch eine Qualität vielleicht im Vergleich zu dem Englischen, aber das kann ich nicht sagen. Da fehlt mir der Vergleich. Ja, also bei den Schauspielern kann ich es jetzt nicht so genau sagen, das weiß ich einfach nicht mehr. Also Bela Lugosi war ja einfach ein bisschen beschränkt in seinem Schauspiel dadurch, dass er ja die englische Sprache, dass er der nicht wirklich mächtig war. Das hört man ja auch, aber das passt ja auch zu diesem exotischen Wesen. Ja. Der hat aber ja noch sehr, finde ich, dieses stark übertriebene Schauspiel, gerade die Mimik, die eigentlich der Stummfilmzeit noch so entspricht. Aber der konnte das irgendwie sehr gut übersetzen in eben diesen Vampir-Mythos. Mhm. Was aber jetzt die, zum Beispiel dann eben die die Kostüme angeht, das wird ja auch von der Lupita Nyong'o in dieser Einführung erzählt, dass sie irgendwann dann mal gesehen hat, was so die englischen Darsteller anhaben und dass das irgendwie doch deutlich bedeckter ist. Ja. Ich nehme an, ja, die spanische Fassung wird ja für wahrscheinlich den lateinamerikanischen Markt vor allem auch gewesen sein, also eher Mexiko und wahrscheinlich eben auch eben für das europäische Spanien. Und ich gehe mal davon aus, dass es auch noch viel mit dem Production Code dieser Zeit zusammenhing, dass ja in den USA einige Dinge einfach nicht dargestellt werden durften im Film oder dass zumindest sich die Studios bei vielem auch nicht so viel getraut haben. Also was bei beiden Fassungen ja beispielsweise noch fehlt, also bis auf eine Szene. Wobei, da wüsste ich jetzt, das müsstest du vielleicht Christian gleich nochmal sagen, gibt es in der Original, also in der Browning-Fassung, gibt es einmal Blut zu sehen? Sieht man, wie sich der Renfield, wie er sich schneidet und wie der Blut tatsächlich aus dem Daumen kommt? Ja, darauf war ich auch gespannt, das zu gucken, wie das inszeniert ist. Ja, aber natürlich sehr viel weniger und sehr viel sparsamer ins Bild gesetzt. Genau. Also ich finde das nämlich so interessant, dass es eigentlich in der Vampir-Mythos ist, also auch in den Dialogen, geht es immer wieder um Blut. Ja. Jedes Wesen braucht Blut zum Leben. Hm. Und es gibt halt faktisch so gut wie kein Blut in den frühen Dracula-Filmen. Ja, das stimmt. Yes, ja, was eben auch mit bestimmten Zensurmaßnahmen einfach zu tun hatte, die es damals so noch gab, die sehr viel schärfer waren, als das 10, 15 Jahre später dann der Fall war. Ja, ist richtig irritierend, ne? Wie dann immer weggeschnitten wird bei der Fehlung. Also das ist richtig so, ach ja, süß irgendwie. Ich meine, das ist ja auch wieder immer diese Mischung. Ne? Einerseits muss man es zeigen, reichen nicht auch diese Geräusche. Also das kann ja auch sehr gut inszeniert sein. Aber wenn es dann eben wirklich so wirkt wie, ja, das dürfen wir jetzt nicht zeigen oder so, dann, also das kommt schon
immer mit durch, so dieses Gefühl. Ja. Also egal, wie toll die Schauspieler dann doch gerade noch schreien oder so. Aber es ist interessant. Ja, wobei, bei der Lucia, bei der fand ich cool, die Szene. Weil das kam so ein bisschen aus dem Nichts. Man hat es aber, ja. Also ich habe es erst nicht verstanden, was sie da überhaupt machen, wo wir sind. Ja. Weil da irgendwie quasi die Hinführung nicht da war. Oder nicht unmittelbar davor. Und eigentlich wird uns ja dann auch erst erklärt, was eben passiert ist. Also, dass sie jetzt die Lucia befreit haben. Aber bei der Pfählung dann vom Dracula am Ende, klar, ne, da wird ja gezeigt, er setzt an, dann hört man nur noch die Schläge und da hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, eigentlich würden sie es gerne zeigen, wenn sie dürften. Ja, ja. Aber es ist wirklich nochmal gerade ein Beispiel jetzt mit diesem blutenden Finger. Es ist ja so tatsächlich, das ist auch, also ich überlege gerade, was das jetzt war, aber ich glaube, der schneidet sich in der englischen Fassung am Papier oder sowas. Ja. Oder während es ja schon sehr unheimlich ist, dieser Moment mit diesem Brot aufschneiden und dabei die Klinge sich so in den Daumen jagen. Also das ist auf jeden Fall was nochmal ganz anders sitzt. Also da ist auf jeden Fall die spanische Fassung mutiger, was das angeht. Fand ich übrigens einen lustigen Moment, wenn er dann hier den Vertrag ihm gibt und dann diese 1000 Seiten, ach komm, hier wusste ich, wo muss ich die unterschreiben, so ungefähr. Da habe ich jetzt, ich bin Graf Dracula, ich habe keine Lust mehr, das alles durchzulesen. Ja. War eine nette Sache, ja. Schon damals immer 5000 Seiten Text. Ja, aber stimmt schon, ne? So quasi, auch das passt ja eigentlich wieder zu dieser angezogenen Handbremse, ne? Wir zeigen das gar nicht so sehr, manche Sachen, oder nehmen uns da zurück. Und ich meine, selbst auch wenn es im Spanischen dann teilweise zu sehen ist, aber gerade eben die Fehlung auch. Ja, klar, es ist kein, also das sind keine Horrorfilme, die jetzt durch die expliziten Szenen irgendwie einen packen würden. Es geht nur über die Atmosphäre. Und die Atmosphäre hat manchmal doll zu leiden unter sehr, also nicht immer ganz nachvollziehbar ausführlichen Momenten. Also vieles haben wir, also das ist auch eine Sehgewohnheit von heute, mit der wir auf einen reichlich alten Film schauen, bei der wir vielleicht auch das Gefühl haben, okay, das ist jetzt klar, das hat sich uns erschlossen. Und an anderen Stellen geht's wirklich fast zu schnell. Also dieser Dialog zwischen Van Helsing und dem Ehemann. Ich kapiere, wie, was wäre es jetzt gefehlt worden oder so. Also ich kapiere es richtig kurz gar nicht. Ne? Also das ist richtig überraschend, dass das an der Stelle dann, ja, vielleicht ja wirklich einfach aus wir können es ja nicht zeigen, so entsteht richtig eine große Leerstelle. Schwer zu sagen. Aber sorgt auf jeden Fall dafür, dass das jetzt dramaturgisch nicht besonders packend ist, sondern durch Irritation entsteht bei mir ja keine Spannung, sondern Verwirrung. Das ist die Umkehrung der Figuren. Wenn sonst Dracula aus dem Nichts erscheint, kommen jetzt die vermeintlichen Helden aus dem Nichts. Ja. Sind plötzlich da, ja, von ihrer Mission zurückgekehrt. Ja. Was vermutet ihr eigentlich, steckt hinter diesen Frauen? War ich da nicht richtig aufmerksam? Sie meinst Geist, die drei am Anfang? Ja, genau, die ja dann auch durchaus nochmal wieder... Irgendwo kommen die, glaube ich, nochmal. Also es sind ja die Konkubinen von Dracula, ja. Die ja quasi sich auch über den Renfield hermachen. Aber habe ich jetzt sozusagen was verpasst, was sozusagen jetzt auch in dieser spanischen Fassung noch an Funktion miterzählt wird? Die verschwinden dann einfach wieder so ein bisschen. Also wenn du sie verpasst hast, habe ich sie auch verpasst. Achso, okay. Ja. Genau, die sind einfach da... Ich habe mich auch gefragt, gibt's die in der englischen Fassung überhaupt? Ja, und sie sind in der Einführungsszene viel präsenter. Also da ist nämlich, was ich meinte mit diesem aus dem Grab steigen, da ist das eigentlich so parallel montiert, wie Bela Lugosi und die Frauen sich gerade aus den Särgen befreien. Das funktioniert da sehr viel besser. Und sie sind natürlich einmal ganz wichtig, weil sie ja so auf den zusammenbrechenden Immobilienmakler ran wollen und sie dann so zurückgeschickt werden. Ja. Von da an ist mir das irgendwie nicht klar. Mir ist aber so, als würde es einmal eine Sequenz geben, wo eine von den Frauen nochmal so durch den Wald läuft. Nee, das ist dann schon die andere Frau. Ne? Das ist das ist dann Lucia oder Lucy im englischen Original. Also was ja, also soweit ich weiß, ich habe ja Dracula nicht komplett gelesen. Tatsächlich wirklich, glaube ich, nur das erste Kapitel, den ersten Brief von Renfield oder Harker, weiß gar nicht mehr, wer den schreibt. Aber da gibt es, glaube ich, wird es zumindest angesprochen. Also es gibt diese Gefolgschaft von Dracula und das sind eben Frauen, was aber einfach nur, glaube ich, zeigen soll, er ist halt, ne, was ja auch viel mit der Vampirfigur bis heute ja verbunden wird, ist ja Sexualität auch. Und dass einfach, glaube ich, die Anziehungskraft von Dracula und aber auch seine Macht über eben auch das weibliche Geschlecht dargestellt werden soll. Das wird ja auch dann mit den späteren Dracula-Verfilmungen, ich weiß nicht, ob ihr, ich glaube, Horror of Dracula ist dann die Hammer-Variante mit Christopher Lee. Da ist es ja noch viel stärker schon zu sehen und dann eben in der
Dracula-Verfilmung von Francis Ford Coppola wird's ja noch mehr auf die Spitze getrieben. Eigentlich darüber kann man irgendwie schon sehr gut so eine Geschichte des Frauenbildes irgendwie auch, oder zumindest der Darstellungsweisen von Sexualität im Film, kann man eigentlich sehr gut über die verschiedenen Dracula-Verfilmungen nachweisen. Aber sie haben hier ja tatsächlich eigentlich keine wirkliche Bewandtnis. In Nosferatu fehlen sie ja beispielsweise auch komplett, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ja Max Schreck nicht gerade wie mit Sexappeal gesegnet ist. Unter dem Make-up. Ja. Also was jetzt so diese Deutungsvarianten angeht, ich meine auch, dass das im Roman diese Faszination des Fremden quasi auch immer mitspielt, aber dieses, das lässt sich auch mal in viele Richtungen auslegen, so hier die Sexualität oder die erwachende Sexualität, dann auch seitens der Frauen, ob nun Dracula der Auslöser ist oder nicht, einmal das, oder eben das Eindringen einer Krankheit, ne, eben glaube ich, dann gerade auch in den 80ern so Vampire und AIDS, diese Thematik oder als Sinnbild für AIDS und so. Da gibt es ja auch diverse Varianten, wie das dann eben gesehen werden kann, was man da so reinlegen kann. Ich meine, es haut eigentlich einmal richtig gut hin in der Theaterszene, wenn Graf Dracula da so mit auftaucht und sich die Frauen vorstellen lässt, ne? Und wie er sie dann so begrüßt, wo man schon so denkt, so, oh, das hättest du jetzt mal besser nicht gemacht, den Graf Dracula da so einfach so zu euch in die Kabine zu lassen und die jungen Frauen zu präsentieren. Da merkt man so ist wirklich eine schöne Mischung aus Irritation, vielleicht sogar ein kleines bisschen Abscheu und auf jeden Fall großem Interesse, die durch die Frauen da so geht. Und das weiß er auf jeden Fall für sich zu nutzen. Also das fällt mir gerade wieder dabei ein, als sie davon redet. Da ist diese Komponente der sexuellen Anziehungskraft ist ganz stark da. Gerade auch, weil das eben so ein etwas älterer, schräger Typ ist. So, das macht ihn im Vergleich zu diesem wirklich süß, nichtssagenden Schönling, der ja wirklich fast komplett handlungsunfähig ist, der Ehemann oder nee, der Verlobte, ne? Genau, ja. Sehr schön, ja. Ja. Juan. Ja. Jonathan Juan Harker. Ja, Jonathan Harker. Ich, wenn ich es richtig erinnere, ist doch auch ein Großteil der längeren Laufzeit jetzt von der spanischen Variante damit begründet, dass doch Renfield auch viel stärker in den Fokus rückt, oder täusche ich mich da komplett? Ich hab mich gefragt, ob tatsächlich dieses Sanatorium, also die Irrenanstalt, so wahnsinnig schlecht gesichert ist. Als Besitzer einer, Irrenanstalt mit meiner Tochter, glaube ich, nicht das Anwesen auf dem gleichen Grundstück wie meine Irrenanstalt beziehen. Aber ich konnte mich nicht dran erinnern, dass der in der Originalfassung so wahnsinnig viel immer unterwegs ist und eigentlich bringt er ja auch die Handlung nicht wirklich weiter, weil er sagt immer etwas und dann verweigert er sich ja eigentlich jeglicher Kollaboration mit den Helden. Und ich finde ihn eigentlich, also ich mag, wie er hier dargestellt ist tatsächlich, weil er total, also er darf ja wahnsinnig über die Stränge schlagen und das gefiel mir eigentlich ganz gut. Also dieses manische Lachen und der verrückte Blick von ihm. Auch sehr gerne die Szene, wo er Van Helsing ja vorgestellt wird und er die Fliege attackiert und dann aber nochmal freilässt. Also ich finde schon, der hat sehr starke Szenen irgendwie bekommen und ich bin mir nicht sicher, ob das an der spanischen Fassung jetzt lag. Da liegt dann doch ein bisschen die Todd Browning-Fassung, glaube schon 2 Jahre zurück, da habe nicht mehr die genaue Erinnerung. Also ich meine, wie gesagt, dass das Dwight Fry ist in der englischen Fassung, der mir immer noch recht positiv irgendwie haften geblieben ist. Kann natürlich auch an der Figur an sich liegen, die einfach eben diese Freiheit hat, ja, eben verrückt zu sein und damit natürlich spielen kann, wie sie möchte so ungefähr, während die anderen ja doch in ihren Korsetts da gefangen sind dann teilweise und sich auf gar keinen Fall bücken dürfen oder sich sonst wie bewegen, sonst merkt noch jemand, dass die leben. Aber das würde ich wahrscheinlich so auf eine Ebene stellen. Ich kann es auch nicht mehr so wirklich sagen, ob und wie der Anteil war. Gefühlt hatte ich auch so den Eindruck, nee, manche Szenen waren entweder gar nicht in der englischen dabei oder in der US-Fassung dabei, aber und wenn sie es waren, dann doch eben auch wieder kompakter, schrägstrich kürzer. Hing er denn da auch noch im Balkon mit fest? Das ist ja auch so eine absurde Szene in der spanischen Fassung. Das glaube ich nicht. Ja, also habe ich auf jeden Fall auch gedacht, jetzt wird ja wirklich ein bisschen hanebüchen. Der kann ja wirklich, wird ja gerade in jede Szene hineingeschrieben, einfach weil er mal gerade wieder ausgebüxt ist. Und
Ich finde auch, das Engagement des Aufsehers ist auch, hält sich auch in Grenzen, oder des Pflegers. Der wirft ja schon das Handtuch dann auch irgendwann hin. Das ist der hat auch ein paar nette Zeilen gekriegt, ne? Der Pfleger mit der anderen Dame dann nachher, wenn er eigentlich schießen will und nein, schießen sie nicht. Und ja, verrückt, nicht verrückt. Aber wer ist denn? Ja, manchmal denke ich, sie sind auch verrückt. Oder? Oh ja, stimmt. Das ist interessant. Das ist ein interessanter Moment, richtig. Ja. Der spanische Dracula. Weiß ich auch nicht. Vielleicht suche das jetzt gerade noch mal so ein bisschen für mich einzuordnen in die, also du hast gerade gesagt, Max, als wir uns die anderen Monster Classics, also wenn wir jetzt, also ist das jetzt eine Erfindung der Neuzeit, dass jetzt Universal was unter die Monsters-Kollektion verkauft? Gab es da damals auch schon so eine Marketingstrategie? Also war es das Monster-Universum, was heute das Marvel-Universum ist? Also ich denke auf jeden Fall nicht so ausgeprägt, aber meines Wissens war das schon so, dass die sich quasi diese klassischen Stoffe genommen haben und damit eben den Unterhaltungsmarkt bedienen wollten und damit auch, denke ich, entsprechend Geld gescheffelt haben, so wie es eben ist. Und dass sich eben dadurch irgendwann auch so diese Popularität dann beibehalten hat, dass die bis heute eben irgendwie noch nachwirken, ne, weil sie vielleicht die ersten größeren auf diesem Gebiet waren. Es gibt ja auch hier von Phantom der Oper schon Stummfilmvarianten. Es gibt, wie gesagt, Nosferatu vor Dracula. Aber die haben das dann eben so zu ihrem Gebiet gemacht. Du hast halt diese, würde ich sagen, nicht unbedingt jetzt inszenatorische Einheitlichkeit, aber so die gefühlt, wenn man jetzt nur schnell hinguckt, sehen die ja durchaus ähnlich aus mit ihrem Schwarz-Weiß, mit den Kontrasten, Ausleuchtungen und sowas. Das sind ja Sachen, die sich da mal wiederfinden, das fantastische Element. Also ich würde jetzt nicht sagen, die haben dann so, wie sich Marvel hingesetzt hat, so, wir machen jetzt den 10-Jahres-Plan, das sind die einzelnen Schritte, sondern die haben wahrscheinlich auch eher mal so das Ding, oh, das funktioniert, machen wir noch einen. Und dann wird wahrscheinlich schon sowas eingetreten sein mit den ganzen Fortsetzungen und was nicht alles. Also auch bei Dracula gibt es ja irgendwie dann hier Sohn von Dracula und was nicht alles. Also was man sich, glaube ich, noch auch ein bisschen vergewärtigen muss, in dem Jahr 1931 gibt es ja das Horrorfilmgenre so eigentlich gar nicht. Also es gibt, also du hast schon gesagt, es gibt hier Phantom der Oper schon, es gibt Nosferatu, aber man muss ehrlich sein, Nosferatu war in Amerika, glaube ich, zwar ein bisschen bekannt, jetzt auch gerade Todd Browning kannte den Film, aber durch seine Rechtsgeschichte, also durch den Rechtsstreit, ist der Film ja so schnell wieder aus dem Kino verschwunden, den können nicht viele Menschen gesehen haben, der hatte erst so den Nachruhm eigentlich bekommen. Und eigentlich ist es Universal, die mit Dracula und Frankenstein im Jahr 31 damit beginnen, ein neues Genre im fantastischen Bereich eigentlich salonfähig zu machen. Und auch ja die ersten Stars des Genres, nämlich eben Bela Lugosi und Boris Karloff, herausbilden. Das ja dann auch sehr viele Jahre gut funktioniert hat, bis eigentlich man diesen ganzen... Es gibt so, ich weiß nicht mehr von wem das war, so eine Theorie von Genres, dass es so einen Kreislauf quasi gibt. Also es gibt die Etablierung eines Genres, dann die klassische Zeit quasi und dann kommt der Abfall dieser Hochphase, der meistens mit Parodien zusammenhängt. Und das kann man sehr gut auch an den Figuren Dracula und Frankensteins Monster, die ja später auch zusammen auftreten und dann noch mit Lee und Abbott Costello heißen sie, glaube ich, mit so einem Komiker-Duo. Wo sie sich eigentlich selbst, also sie versuchen das immer weiter am Leben zu erhalten, aber ich glaube spätestens so Mitte der 40er Jahre war dann diese Phase auch weg erstmal und hier dieses Schrecken des Amazonas ist ja glaube ich auch ein Film aus den 50er Jahren. Mhm. Und diese Fassung unter, dass es diese Monster-Horror-Ära war, ich glaube das war nichts, was geplant war, das hat sich ergeben. Aber die wurde ja dann in den Ende der 50er Jahre dann dadurch, dass die Hammer Studios auf einmal die Rechte hatten, haben die ja quasi genau alles nochmal gemacht. Also da gab es neuen Dracula, neuen Frankenstein, dann eben mit Peter Cushing und Christopher Lee vor allem ja als die beiden Stars. Und jetzt versucht ja Universal mit sehr mäßigem Erfolg tatsächlich ein Monster-Universum zu schaffen. Ja. Ja, da haben sie ja mit die Mumie gleich mal einen Flop hingelegt, der sich sehen lassen darf. Und ja, es ist so,
Es ist, glaube ich, etwas, was sehr im Nachhinein auch den Ruhm begründet hat, aber eben auch mit das Genre. Deswegen auch, weil wir, ich glaube, Christian, du hattest das gesagt, es ist halt nicht der Horror, den wir heute so kennen. Ja, es sind nicht die extremen Gewaltszenen, die uns abschrecken. Es sind auch nicht die Spuk oder, also im Spuk ist ja schon ein sehr zärtlicher Begriff. Es sind noch nicht die Jumpscares, das gibt's damals alles noch nicht. Da wird ja eher versucht, einen in so eine Atmosphäre zu lullen und dann über die Präsenz der Darsteller irgendwie zu versuchen, die Spannung aufrechtzuerhalten. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, da kann ich mich wirklich ganz schlecht nur reinversetzen, wie die mal gewirkt haben auf Zuschauer in der damaligen Zeit. Hm. Also, weil ich finde es halt auch nicht gruselig. Nee. Aber vielleicht ist es am ehesten so ein Märchen für Erwachsene, was wahrscheinlich damals eine gewisse Anziehungskraft hatten, weil die natürlich sich, also es gibt so sozusagen gerade in dem, was dann nicht so erzählt wird, was da den Dracula immer ins Schlafzimmer schleichen lässt, das hat natürlich eine erotische und eine verstörende Ambivalenz, so die nicht ausgelebt wird in den Filmen, aber die zumindestens einfach nur im Setting ja schon irgendwie drinsteckt von Untoten, die den jungen Frauen hinterhersteigen. Vielleicht so ein bisschen, ja. Und auch da, das muss man vielleicht noch sagen, was ich schon ganz interessant fand, dass es ja schon bei der ersten Dracula-Verfilmung die Ambivalenz in dem Charakter zumindest angedeutet wird, dass er sagt, es gibt viel Schlimmeres als den Tod, was den Menschen erwartet. Das ist ja auch in dieser Balkonszene. Genau, die Balkonszene in der Oper. Etwas, was nie wieder wirklich aufgegriffen wird, aber immerhin, es wird schon quasi angedeutet, auch Dracula ist ein Opfer seiner Existenz. Und wo schon versucht wird, ich glaube, das ist auch bei Bela Lugosi ein bisschen besser gelungen, weil der eben so ein, doch sehr, also er hat eine sehr starke Präsenz und so eine Aura, die irgendwie auch ihn sympathisch macht. Und deswegen auch eben damals zum Star geworden ist, dass man doch auch ein bisschen mit der Figur sympathisieren kann, weil sie doch auch diesen gebrochenen Charakter zeigt. Ja, und ich meine, wenn dieses in den Hals beißen wollen oder tun, wenn das in irgendeiner Form auch als ein Bild für, also diese Abhängigkeit, die dadurch entsteht, wenn das irgendwie was auch als Bild für Sexualität dienen darf, dann ist es natürlich auch herrlich ambivalent, wer da wie anziehend ist. Weil es dieser Moment, wenn Dracula dort auf den Immobilienmakler so zuschleicht, ne, dann, also auch wieder, wenn er später dann nochmal mit ihm so dicht am Bett steht, das ist auch eine körperliche Nähe da, wo ich auf jeden Fall denke, ab jetzt wäre auch alles möglich. So passiert jetzt in dem Film nicht, aber es ist auch das ist im Raum der Möglichkeiten, was es ja auch, sag ich mal, sehr besonders macht. Also und die Menschen dieser Zeit haben auch ihre Erfahrungen und Bedürfnisse und Begierden. Da könnte man auf jeden Fall bestimmt gut drauf projizieren. Sag mal, dieser George Melford, ich habe jetzt nebenbei mal so in die IMDb-Liste geguckt, in über 230 Filmen, die dieser Mann als Regisseur verantwortet hat, scheinen viele wilde Abenteuerspektakel dabei zu sein. Kanntet ihr den schon vorher aus irgendwas? Kennt ihr irgendwas anderes von dem? Ich schüttel laut mit dem Kopf. Nee, also der Name hat mir auch überhaupt nichts gesagt. Ja, genau. Also wahrscheinlich, also ich würde jetzt mal sagen, er war kompetent in dem, was er da gemacht hat, vor allem eben mit dem Hinblick darauf, dass die wahrscheinlich höchst arbeitsgesetzrechtlich da gearbeitet haben immer nachts. Ja. Also vieles hat mich dann doch überrascht, auch wie das gemacht wurde, aber nee, gar nichts sagt mir davon was. Genau. Und Ted Browning ist für mich, also nun abgesehen davon, dass ich ja noch nicht mal seinen einen Dracula überhaupt mal komplett gesehen habe, kenne ich auch sonst nichts von dem, weiß aber, dass ich Ted Browning immer mit Freaks in Verbindung gebracht habe. Weiß ich schon, dass Max den jetzt auch noch nicht gesehen hat. Kennst du den, Jan? Nee, war aber, glaube ich, auch mal irgendwann auf meiner Horror-Cover-Liste vor ein paar Jahren, glaube ich. Aber der war einfach, der war, glaube ich, schon so ein bisschen in dem Genre, Freaks ist ja auch so ein bisschen Vorläufer dieser Universal Horror-Filme, so würde ich mal sagen. Ja. Okay, tja, dann sind das, glaube ich, nee, sogar danach. Ups. Okay. 32, ne, oder? Ja, genau. Tja, das sind auf jeden Fall jetzt so die Fragmente, wozu ich jetzt mich irgendwie Beziehung setzen kann von diesem Dracula. Gibt's bei euch noch was?
nee, nicht unbedingt. Also wie gesagt, ich hatte halt auch große Probleme, sowohl damals schon bei dem US, bei Bela Lugosi, auch wenn der eben seine Faszination hat, will ich gar nicht aussprechen, und auch der Spanische hat irgendwie was. Aber im Gesamtpaket ist das eben nicht ganz, für mich völlig überzeugend. Nee, also wenn man sich, finde ich, auch die frühen Dracula Verfilmungen angucken sollte, finde ich nach wie vor, dass der Nosferatu von Murnau der mit Abstand interessanteste Film ist. Obwohl er noch ein bisschen altbackener natürlich ist. Aber ich finde ihn, er hat einen Twist quasi in die Geschichte gebracht, der gerade dann das Ende betrifft. Deswegen, ihr habt zwar gesagt, absolut nicht spoilerfrei, aber das lasse ich mal so ein bisschen offen. Aber ich finde auf jeden Fall, wie Nosferatu das Monster beseitigt, deutlich fortschrittlicher als alles das, was jetzt viele, viele Dracula-Verfilmungen danach gemacht haben, weil dort also einfach ein anderes Rollenbild dargestellt wird, würde ich mal sagen. Das finde ich bei den Dracula von Universal irgendwie ein bisschen, ja, altbacken. Also es gibt auch keinen Helden so richtig, finde ich, mit dem man irgendwie mitfiebert, weil Van Helsing kommt erst so spät in die Handlung. Harker ist gerade jetzt in der spanischen Fassung unfassbar inkompetent. Also der macht ja gar nichts. Und die beiden Frauen, die Lucia hat ja noch weniger Screentime als in dem Original Dracula. Und Eva oder Mina, die sind halt hier auch sehr, sehr, sehr stereotype Figuren. Also das ist nicht mehr ganz so zeitgenössisch. Also wenn Dracula, dann Nosferatu. Oder ich bin ein sehr großer Fan von Coppolas Dracula auf jeden Fall. Hast du die 79er-Variante? John Badham ist das, glaube ich, mit Frank Langella mal gesehen? Die habe ich auch noch nicht gesehen. Nee, mir fehlt auch noch die Nosferatu-Fassung von Herzog. Ja, die hatte ich mir vor kurzem mal vorgenommen. Die war eh nicht unterhaltsam für mich. Vielleicht war ich auch mal wieder in der falschen Stimmung. Kann ja auch gut an mir liegen. Aber das war so ähnlich wie mit dem US-Dracula, dass ich so dachte, okay, ich habe sie gesehen, Punkt. Konnte ich irgendwie nicht so hundertprozentig mit rein. Sehr schön. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich werde nach dieser Aufnahme auf jeden Fall mal eure Letterbox-Sternchen mal angucken von diesen Dracula-Verfilmungen. Und der Coppola-Dracula liegt schon länger bei mir rum. Den fand ich schon immer mal, wie, den muss ich doch unbedingt mal sehen. Und hast du auch noch nie gesehen? Oder? De facto dann noch nicht gesehen. Der ist mir also bestimmt in zig Ausschnitten. Ballhaus-Dokus sind mir schon reichlich Ausschnitte begegnet, aber ich kenne den nicht. Cool. Es gab auch immer irgendwas, was mich, glaube ich, immer ein bisschen irritiert hat. Das ist auch, glaube ich, ist es überhaupt? Doch, es ist Ballhaus, ja. Ich wusste gar nicht, dass er aus Dorau war. Keanu Reeves und Gary Oldman und Sir Anthony Hopkins. Meine Güte, was für eine Besetzung. Ja, das gibt es heute nicht mehr. Alle dabei. Ja, das war die Zeit, in der ich voll in Winona Ryder verliebt war. Oh, geil. Und sie hat leider viel zu wenig Filme irgendwie noch in der Zeit gemacht. Aber ja, haben sie ein bisschen geklaut, ne? Okay. Ja, ich denke, Nosferatu können wir uns hier mal langsam so ein bisschen dichter in die Watchlist reinschieben. Steht ja hier auch im Regal. Ja, ja, sehr gut, ja. Das kann ich auf jeden Fall mal. Ich habe gerade so geschaut, die Cinecouch hat den Film zumal gestreift im Vampire-Special in Folge 90, genau. Ja? Ja, auf die Folge wollte ich auch nochmal. Ja, hier ist sogar das Bela Lugosi so angeleuchtet ist im Bildchen. Ja. Ja, nee, genau, wollte ich nämlich dann auch noch so zum Schluss, denke ich, sagen, wer sich mehr mit dem Vampir-Film auseinandersetzen möchte. Eben, wir haben mal diese Folge 90 zu Vampiren gemacht, da habe ich wahnsinnig rumgenervt, weil ich habe da eben gerade super viel über Vampirfilme gelesen und wir haben, glaube ich, die erste Stunde damit verbracht, uns die drei oder vier Dracula-Verfilmungen ziemlich genau anzugucken. Da war aber jetzt die spanische Version nicht dabei. Ja, aber da geht es auch noch ein bisschen darüber hinaus, was abseits von Dracula noch alles so gestreift wurde. Aber Dracula ist ja, glaube ich, die am meisten verfilmte, die es gibt, noch vor Sherlock Holmes, glaube ich. Und ich glaube, dann folgt auch irgendwann schon James Bond. Also das ist einfach, ich weiß nicht so ganz, woher die Faszination kommt. Wahrscheinlich, weil mittlerweile die Rechte frei sind und es wahrscheinlich sehr günstig ist, sich diesem Stoff anzunehmen. Und man kann ja doch einiges damit machen. Ja, hat man mittlerweile gemerkt.
Ja. Ich denke auch, dass die Faszination sehr stark eben darin liegt, dass du den eben so in viele Richtungen schieben kannst. Ne? Als, wie gesagt, dieses Sexuelle, was da immer mitschwingt, ist ja für jeden immer faszinierend, egal ob man nun gerade in dieser Altersphase steckt oder. Für dich vielleicht. Sprich nur für dich. Und eben aber trotzdem auch als die Bedrohung, die damit einhergeht. Und das ist ja immer wieder in der Welt so, dass man da Moralvorstellungen hinterfragen kann, beleuchten kann, porträtieren kann. Ja, ja, dann würde ich sagen, halten wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gar nicht davon ab, jetzt weiter fleißig dem Horror-Oktober zu frönen. Also entweder auf jeden Fall mal 3 Stunden lang bei der Cinecouch reinhören zum Thema Vampire und eine neue Watchlist daraus bauen. Oder eben nochmal bei Letterboxd, diese unbezahlte Werbung mache ich gerne, weil es ist ein fester Teil meines Online-Lebens geworden, dort so zu gucken, was die Leute so gucken, die man so entfernt irgendwie übers Internet kennt und was die da so schreiben. Und der Horror Oktober macht das ja gerade sehr, sehr bunt und sehr aktiv. Da ist ganz schön was los. Also wir sehen uns dann sozusagen in den Kommentarspalten der Letterboxd-Welten oder. Gerne auch hier bei uns im Blog auf der wiederaufführung.de oder ein bisschen Facebook machen wir vielleicht auch. Wenn ihr da 2-3 Mal schreibt, dann kriege ich das auch mit. Und gerne auch auf Twitter. Das Gleiche gilt sicherlich auch für die Cinecouch. Wo kann man euch noch so finden? Ja, ich glaube, die Website von uns wurde schon ein paar Mal genannt, cinecouch.net, da findet ihr neben dem Horror Oktober mal mindestens 210 Folgen, die davon dann auch 209, die nichts mit Vampiren zu tun haben, soweit ich weiß. Bist du sicher? Oder vielleicht 208, 207, ich weiß nicht genau. Und ja, genau, dort sagen wir es nochmal, die Heimat des Horror Oktobers. Man kann da immer noch mitmachen. Wer sich in die Liste einträgt, nimmt noch automatisch an einem kleinen Gewinnspiel teil, worüber ich sehr froh bin. Und generell, ich bin auch da, ist wieder so überraschend zu sehen, was die Leute aus dem Horror Oktober machen. Hier, das ist natürlich wunderbar, wenn du das noch durchziehst, Max, hier wirklich 13 Podcasts zu machen. Oh ja, stimmt. Daniel vom Spätfilm. Ich habe tatsächlich die vier Sachen alle vertont quasi. Genau, hier heute als Gemeinschaftsprojekt und mit dem Daniel vom Spätfilm dann auch nochmal, war ich als Gast dann da. Das heißt, keine Einzelfolgen, aber jetzt geht's dann wahrscheinlich wieder nochmal hart in die Einzelfolgen. Vielleicht kriege ich nochmal meine bessere Hälfte dazu, dass wir nochmal zusammen irgendwas besprechen. Mal gucken. Ja. Ich hoffe, ich halte durch, ja. Also das finde ich super, also Wiederaufführung, Spätfilm, die machen ja hier beide richtig viel zum Horror Oktober, aber auch andere schreiben sehr viel, bei Twitter sind viele Leute super aktiv und irgendwie halte ich mich da dann doch immer so ein bisschen raus. Ich glaube, ich habe dann doch immer nach dieser Organisationsphase vom Horror Oktober immer ein bisschen genug davon. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es ist wunderschön, wie sich diese Aktion irgendwie dann auch selbst weiterentwickelt und ganz andere Pfade nochmal einschlägt. Und das ist auch hier, dass ich dann mal mit euch beiden, das hat jetzt zum ersten Mal, glaube ich, geklappt, ne? Dass wir. Oh ja, stimmt, das ging. Aus irgendwelchen Gründen war das dann immer nur. Stimmt, Metropolis konnte ich nicht, Paradies hatte ich mit Dian eingemacht, Jan. Dann war Frankfurt, Terza Visione. Ja, so geht das. Ja, Arne will ich noch erwähnen von Enough Talk, der haut auch ordentlich raus mit wechselnden Gästen. Bei den Archivtönen ist jetzt auch der Kamil, macht seine Kamils Kammer des Schreckens. Macht er auch kleine kurze Folgen dazu zum Horror Oktober. Bahnhofskino war auch, Mani als Gast, aber ich glaube, Patrick hatte auch noch ein bisschen was gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es zieht sich auch durch die Podcast-Runden auf jeden Fall. Findet man genug für die Ohren. Genau. Also, kann ihm nicht entkommen. Ja, es gibt auch bei Twitter die ersten, die geschrieben haben. Dieses haben sie jetzt mal geblockt, diesen Tag für ein paar Wochen. Ja, da fühlt man sich so geehrt als Initiator einer solchen Aktion. Ja, weil das bedeutet, da muss ordentlich was im Kanal unterwegs sein, dass man das Gefühl hat, man muss das blocken. Sehr schön. Ja, schön, dass du da warst, Jan. Hat mich sehr gefreut. Wieder mal. Ja, wunderbar, dass es geklappt hat und danke für die diese Empfehlung, die ich ja gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und war auf jeden Fall ein sehr interessantes Erlebnis, den zu gucken. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja. Also eigentlich müsstet ihr dann demnächst wieder bei uns zu Gast sein. Ja. Sehr gerne, weil demnächst wird hier auch noch eine Folge rauskommen, wo ich mir auch wieder jemanden von euch geschnappt habe. Ich habe mir nämlich den Nils von der Cinecouch. Ganz hart gekocht. Genau, der ganz hart gekocht haben wir uns Hardboiled von John Woo im Metropolis-Kino anguckt. Das wird hier, wenn der ganze Horror-Oktober-Wahn hier so an uns vorbeigezogen ist und in allen Folgen sich ergossen hat, wird das dann auch noch folgen. Ja, also dann gerne bis zum nächsten Mal in der Cinecouch und von meiner Stelle auch auf Wiederhören. Ja, bis demnächst.
Wiedersehen oder hören. Jawohl. Sehr schön.